Moin, grüß dich. Lichwärm, wie geht's? Bin noch müde, aber wach. Ja, ich bin noch ein bisschen müde halt eben, ne? Ich hab vorhin noch bis um 10 geschlafen und gestern Abend um 8:30 ins Bett. Läuft auf alle Fälle. Und jetzt machen wir halt eben eine Runde Eisen, weil ich dieses Eisen bekommen will. Und Sand wahrscheinlich. Beziehungsweise Glas. Wobei ich. Ah ja, doch, Glas muss ich machen. Definitiv. Oder ob ich das Glas einmal hinten heranstellen mache, erstmal Eisen und Kupfer, damit ich die zwei Dinger heute weg habe. Aua! Au! Können wir machen? Ja, sonst gibt es bei mir eigentlich nichts Neues. Außer, dass ich immer noch Arbeit suche. Neue Arbeit. Hab nächste Woche einen Termin. Da werde ich mal schauen, was rauskommt. So. War ja ungefähr hier runter, ne? Ja. Immer die Leute, die abkürzen, das ist Katastrophe. Aber ich mache das nur, weil keine Polizei da ist, weil sonst wäre ich wahrscheinlich wirklich außen rumgefahren. Und das kannst du nur früh machen. Was macht euer Game hier, was ihr zurzeit zockt? Was ihr mit mir mal gezockt habt? Spielt ihr das immer noch? Geht das so zweimal vorn? Das Spiel, was bei mir nicht lief. Ich komme jetzt gerade leider nicht auf den Namen.
Ach, schon lange nicht mehr. Okay. Weil ihr hattet da ja einen eigenen Surfer, ne? Sehen mich hier irgendwann schon noch die Treppe runterfliegen. Okay, da kommt noch ein großes Update. Das klingt ja interessant. Das klingt super. Tja, wenn nicht, fahre ich mit dem Traffic gleich auch hoch. Bei 230 wird eng mit 8 Paletten. Wir werden sehen. Ja. Hast du eigentlich dann, dass der voll ist, das dann hier das dann noch was? Will ich mehr? Das neue, als du voll bist. Hast du das? Schade, da hast du was verpasst. Weil das hätten wir auch mal Zeit zusammen spielen können. Ja, vielleicht mache ich das heute auch mal noch eine Runde. Aber erstmal noch mit Marvin zocken, weil Marvin ist ja wieder da. Di-da-do.
Die Nacht ist endlich vorbei. Das ist super. Ist natürlich auch schlau, wenn man hier oben ein Haus baut. Da kann man nämlich hier Fahrzeuge craften, ganz schnell. Da hat man es gar nicht mehr so weit. Oder Chip-Tuning machen. Das muss ich auch noch machen, wieder mal. Aber erstmal brauche ich das Haus, ich brauche ein Tresor. Baum! Nein! Aus! Macht auffallen, wenn man hier mit dem Bus, wenn ich die Strecke wieder hoffentlich freigeschalten habe, kann ich mit dem Bus hier mit 200, 100 ballern. Der Autobahn. Da trägt mich immer jedes Mal bei einer Kurve raus. Und letztens war es also auf der alten, auf der Wiesberg-Karte, war es so gewesen, dass jedes Mal die Polizei hinter mir war und jedes Mal der gleiche Polizist. Das war lustig.
Wir drehen eine Runde. Da war ein Baum im Weg, ups. Den habe ich so nicht gesehen. Yes, yes. Hi, Ria und Josef. Yeah! Erdbeben ein Level höher. Und viele Skillpunkte, die ich nicht einsammeln benutzen werde. Ah. Obwohl Bob der Baumeister, den könnte ich vielleicht mal machen. Das war mal eine gute Idee. Ich hoffe, meine Katze hört man nicht im Hintergrund.
Vielen Dank für deinen Follower. Fleißig, ja. Ich muss mein Haus fertig kriegen, beziehungsweise ich will nicht, dass meine Baustelle verfällt. Wie geht's, wie steht's? Ich hoffe, es ist ein bisschen schöneres Wetter bei euch als bei uns. Bei uns ist es bewegt und fast regnerisch wieder. Ja. Yeah. Wenn du die jetzt 14 Tage, glaube ich, war das höchste, nicht bedienst, dann ist sie weg. Du musst ja auch die Häuser warten. Wenn du fertig bist. Du kannst sie bis zu 52 Tage warten. Und wenn du das vergisst, dann ist das Haus zu verkaufen. Und all deine ganzen Sachen sind rein theoretisch weg. Gibt aber natürlich dann die Möglichkeit, mit dem Bürgermeisteramt da oben zu reden, dass sie das dir wieder freischalten. In der Doku stand es sehr, sehr, sehr lang. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Das kann ich dir jetzt gerade so nicht sagen. Also die Häuser, wenn du sie fertig hast, dann kannst du die bis zu 52 Tage hochwarten. Das funktioniert auf alle Fälle. Und wenn es seitdem vergisst zu warten, dann ist das Haus weg. Was du da aber dir wiederholen könntest. Aber ob dann der Inhalt drinnen bleibt, das weiß ich natürlich auch nicht. Ich hatte Gott sei Dank bis jetzt den Fall noch nicht gehabt, dass ich laufen musste zum Bürgeramt und mir mein Haus wiederholen muss. Es ist halt immer die Sache mit Erwartungen, ne? Das ist schwierig. Also ich mache die Wartung mittlerweile selber. Wieder. Weil ich enttäuscht worden bin, es macht auch keiner mehr Verträge. Das war aktuell, der Stand vor ein paar Wochen noch so. Ob das jetzt noch so ist, weiß ich nicht. Kann man sich nur überraschen lassen. Ich lese mal das gleich durch, wenn ich stehe. Vielleicht wurde im Wald. Ich weiß es nicht. Also, mein Stand ist eigentlich schon die ganze Zeit so. Aber vielleicht haben sie ja nochmal was geändert.
Interesse, wenn man zum Beispiel nach sehr, sehr langer Zeit nicht fertig ist, würde. Hm? Gelöscht? Ja, genau. Sie wird gelöscht, denken wir sie, ja. Aber wie, wenn sie erhöht haben, dann ja, wäre das jetzt noch besser. Wobei es ja so fett geschrieben ist. Vielleicht wurde der Ball verkürzt, ich weiß es nicht. Also, ich spiele die ganze Zeit schon seit 5 Jahren. Und so war immer mein Stand. Nach 14 Tagen war das Ding gelöscht. Vielleicht haben sie ja was geändert, was ich nicht weiß. Handy am Steuer nichts gut. Der Polizist, der hier auch immer zu sehen ist, bei da hatte ich sehr gerne Unfälle. Oder die Doku ist sehr alt. Okay, 5 Jahre, ja. Ich bin ab das 5.0 dabei. Ja, Eisen. Das ist eine lange, lange Zeit. Die ich auch gerne verbringe hier. Klar bin ich auf anderen Inseln auch unterwegs. Um halt immer was anderes zu sehen, ne? Nicht immer die gleichen Inseln. Och, ist kein Problem. Jeder hat mal klein angefangen. Hast du Armor 3 letzte Woche angefangen, okay? Darf ich jetzt mal fragen, wie alt du bist? Darf ich mal fragen, wie alt du bist? 34, oh, okay, sorry. Ja, dann kannst du ja wunderbar vielleicht mal bei uns auf dem Server vorbeigucken. Hast 6 Stunden, kannst du dich, ne, 8 Stunden, glaube ich, war es sogar. Dir die Insel angucken, bevor du geweitlistet werden musst. Wenn du das geschafft hast, dann bist du bei jeder Session dabei. Der Typ mit den pinken Haaren? Keine Ahnung. Welche Zeit bist du denn da? Nee, das schaffe ich beruflich nicht. Was heißt beruflich nicht? Ich bin meistens so müde, dass ich schon um 7:30 ins Bett gehe und zuvor noch ein bisschen was anderes mache. Ja, gleich muss ich mal gleich gucken. Ja. Wie spät denn das? 10:39 Uhr. Schaffen wir da noch einmal Eisen? Ja, schaffen wir. Mich nicht, weil da weiß ich wenigstens, dass mich keiner ingeben hört. Weil es ist ein bisschen doof, wenn du nicht mit jemandem wenn ich mich mit hier mit dem Chat unterhalte, dann vielleicht in Großfelden und dann mit den anderen Leuten, die dann da sind. Nee, lass mal. Das bleibt bald lieber an.
Ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden. Ja, das ist richtig. Aber dann weiß ich nämlich nicht, ob ich es anhab oder nicht. Das ist mir schon oft genug passiert. Und dieses Soundmuter habe ich rausgenommen, beziehungsweise ich habe das alles rausgenommen lassen von diesem Modpack. Weil das hat genervt, wenn du jedes Mal, wenn da jemand immer reingejoint kam. Sind die. Was? Ausbaustufen, quasi Level vom Gebäude, genau. Also das, ein von mir ein Haus, was ich jetzt gerade baue, hat 2 Stufen. Es gibt Häuser, die haben 3, 4. Lagerhallen haben, glaube ich, 4 Stufen oder 3 Stufen gefühlt. Also ich habe ja schon Teil 1 fertig. Teil 2 mache ich jetzt, wie gesagt, noch fertig nächste Woche. Dann habe ich endlich ein eigenes Haus. Naja, mit den Upgrade mache ich mein Haus fertig. Er braucht dann, glaube ich, also 3 gleich mal nachgucken, wie viel Geld ich brauche dazu. Also selber bauen ist immer noch billiger als bauen lassen. Weil wenn ich ein Haus bauen lasse, dann bin ich locker bei 1,5 Millionen, wenn es reicht. Das dauert bei mir noch ein bisschen, bis ich mich daran begebe. Wo? Ach ja, du brauchst einen LKW mindestens, ne? Ich habe da jetzt mal mit dem Zamak, habe ich das Einfamilienhaus in einer Woche gebaut. Diesmal habe ich mir einen 7-Tonner ausgespart. Was sinnvoller ist, geht nämlich schneller. Also das Haus bauen geht dann schneller. Gut. Ich muss nicht mal auf. Geil. Also auf dem 7-Tonner passen 4 Paletten, 14-Tonner passen 5 Paletten. Deswegen, wegen einer Palette kaufe ich mal kein 14-Tonner. Und soweit ich das noch weiß, war das auf dem Zammarkt 2 Paletten, was du tragen konntest.
Als nächstes will ich mir ja erstmal Dings holen. Ein Tresor. Also du kaufst ja quasi eine Kiste beim Markt, die kannst du mal upgraden. Bis zum Tresor beim Haus. Wenn du eine kleine Lagerhalle hast, hast du dann einen Container, der 6000 Platz hat, hast du eine große Lagerhalle, hast du 12.000 Platz da drinnen. Trons, ich danke dir für den Follower. Naja, also. Wenn du einen Sprinter brauchst, hast du die Quest gemacht. Weil da kriegst du normalerweise einen Traffic dazu. ...21.000 kostet mich das dann. Okay. Das Update. Für dann steht ja das Haus quasi. Schlüsse fertig. Achso. Ja gut, ich meinte damit, dass du ja quasi damit die Fahrzeuge geschenkt bekommst. Gewisse Fahrzeuge. Meinst du die Spielerzahlen? Das hat keiner gesehen. Spieler 30 bis 60, ja, das passt. Nein, wie das Verhältnis. Ach so, ja gut, also relativ zügig. Kleiner Geheimtipp, du brauchst einen Kleinbus, die kleine Fähre bzw. Landungsboot, was du ja geschenkt bekommst. Dann kannst du drüben auf der anderen Insel, kannst du nämlich einmal hier Weintraubenberg,
dann Saftpresse und dann verkaufen. Du brauchst allerdings dazu Wasserflaschen. Eine Wasserflasche pro eine Traube. Also es glaube ich sind über 200 Wasserflaschen, die du kaufen musst. Variante B ist, du machst Schokolade, Kakaoplantage und dann machst du zum Hochofen. Da ist die Schokoladenfabrik und die verkaufst du dann am Markt. Oder dritte Variante, Baumwolle. Wo ist die gleich da? Da ist sie hier Baumwolle. Da kannst du dann zum Baumwollverarbeiter fahren. Wo war der? Da. Und kannst dann anschließend in Freudenstedt verkaufen. Auf dem Markt. So schnell verdienst du hier nicht Geld, seid ihr sicher? Zum Beispiel, ich verdiene ja jetzt dadurch, weil ich mein Haus baue, ja gar keinen Cent. Das sind nur kleine Geheimtipps, wo du wirklich gut Geld machen kannst, weil das fast kein Mensch macht. Was du jetzt verkaufen kannst. Wo du relativ schnell Geld zu bekommen. Oder du hast einen Traktor und einen Ural. Da kannst du dann Gerste sammeln und Brötchen draus machen. Oder Weizen machst du dann, glaube ich, Brot draus. Eins von beiden, irgendwas war da. Habe ich auch schon ewig nicht mal gemacht. Könnte ich eigentlich auch mal wieder machen. Das bringt nämlich auch noch gut Geld. Aber zum Beispiel, um den 7-Tonner zu bekommen, da kostet, glaube ich, über 1,9 Mille. Und ein 14-Tonner kostet um die 3-4 Millionen. Nein, mache ich nicht. Thorsten, guten Tag. Grüß dich. Ich habe einen Backflip schon gemacht. Drüben auf der anderen Insel, aus nix. Kam der Backflip. Hä? Was? Ach, man sollte nicht lesen. Was ist das für ein Ding da unten rechts? Ja, das ist meine Facecam. Ich bin halt eben schon gealtert. Das Ganze nennt sich Facewick. Gibt es bei Steam zu kaufen. Da habe ich auch noch andere Figuren. Da kann ich einen Hamburger nehmen, da kann ich einen Fuchs nehmen. Nee. Nein. Es geht kein Menschen was an, wie ich aussehe. Das mache ich schon aus Prinzip nicht. Weil die Videos kommen ja auf meinen YouTube-Kanal. Alles gut, Thorsten.
Das ist kein logisches Begründung. Oh, was bauen denn die hier? Noch eine Lagerhalle. Das ist zum Beispiel rechts eine kleine Lagerhalle. Mit Schiebetor. Das finde ich total geil gemacht. So, dann einmal zum Kupfer. Da haben wir das dann heute auch noch fertig. Ah ja, stimmt ja, Thorsten, du bist auf Dienstreise. Bist du noch auf Dienstreise oder bist du mal wieder zu Hause? Ich finde es genial, Gebäude selbst bauen zu können. Ja, das ist richtig. Macht ja auch Spaß. Vor allem, man hat was dann erschaffen. Was du sagen kannst, ja, ich habe dafür gearbeitet. Gut, kannst du natürlich bauen lassen für 1,5 oder 1,6 Millionen. Minimum für ein Familienhaus. Und... brauchst aber wie gesagt jede Menge Geld, muss ja jede Menge Farm gehen. Aber die Zeit, die du in Farm reinsteckst, quasi kannst du dann, steckst halt eben, also ich sehe es zumindest so, steckst du dann halt eben in den Hausbau rein. Wie gesagt, ich verdiene ja jetzt keinen Cent. Die schöne Kupfermine. Da hatte mein Bruder hier auch schon mal, wenn der mir erzählt ist, auch einen lustigen Unfall gehabt. Da ist jemand in den Tunnel mit einem Helikopter reingeflogen und jedes Mal, wenn er einen Helikopter gestartet hat, durch die ganze ja, hier ist es weg, was ich sagen wollte. Ich hab dir per Wisper mal einen Link zu Wiki geschickt. Um halt eben ein Haus noch zu bauen können, brauchst du die Einbürgerungsurkunde. Oder Bürgerurkunde. Kostet 75.000, gibt's am Laptop zu kaufen. Ich gar nicht. Die macht das alles freiwillig. Weil um eine
ein Affiliate zu machen, brauche ich eine kleine Firma. Und die kriege ich wiederum nicht genehmigt durch meinen Arbeitgeber. Beziehungsweise, wenn ich sie kriegen würde, dann müsste ich dann rein theoretisch tatsächlich die Steuererklärung machen jedes Jahr. Oder monatlich sogar, das weiß ich jetzt nicht. Dann müsste ich mich mal später vielleicht damit beschäftigen. Und das Geld, was ich damit einnehme, kann ich dann gleich da dankend abgeben ans Jugendamt. Also mir bringt das Affiliate keine Punkte. So, Maya, mir verboten wird, auf YouTube dann noch zu streamen. Das ist ja auch so ein Ding. Oder die haben es mittlerweile geändert, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja zum Beispiel von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Brauchst du eine kleine Firma, brauchst du keine kleine Firma, musst du eine Steuererklärung machen, darfst du 400 Euro extra dazu verdienen. Oder auch nicht. Das ist so kompliziert, das ganze Ding. Am besten wäre es, man macht sich dann selbstständig. Dann hat man nicht die Probleme. Gut, reicht. Das Einzige, was ich vielleicht machen könnte, dass man mir vielleicht Fanpakete zuschickt, dass ich dann eine Postfiliale angebe, wo die Pakete hingehen können. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber so darf ich kein Geld verdienen. Aber das muss ich mir noch genau überlegen, ob ich sowas mache. Ich überlege hier mir gerade, ob ich noch mal mir noch so eine Mietwohnung hier hole. Was? Ich gehe jetzt Sachen machen. Ja, viel Spaß, Thorsten.
Da ist ein kleiner roter Transporter vorbeigefahren. Das hat keiner gesehen. Die Mauer lag schon. Ja, ne? Ich weiß nicht, ich kann doch LKW fahren. Gerade mit den ganzen schönen Abkürzungen. Oh, das ist so nice. Egal. Ah, das war schon so, ah, okay. Dann hoffe ich mal für dich, dass die Polizei dir das immer abkauft. So, Kupfer verarbeiten. Oh Mann. Ich hab Hunger, ich geh gleich was essen. Oh, hier ist das Maria. Weil es lohnt sich dann, glaube ich, eh nichts mehr zu machen. Sand wird zu knapp. Also Glas. Kupfer macht mir zu viel Arbeit gerade. Kupfer wird tatsächlich ein bisschen nerven. Kupfer ist auch schon hier. Plastik, Kunststoff. Weil man bekommt nämlich nicht alles komplett raus. So, zack, 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 zack. Di-da-du. Ja, Sissi. Alles gut. Leg dich hin.
Ich werde mal klären, was ich eben kaufe. Ja. Darf ich vorstellen, meine Katze? Meine Mäuse, ich gehe jetzt nicht ins Bett wieder. Nee. Wobei du das Bett am schönsten findest, ne? Hab ich recht? Du rollische Katze, du. Nein. So, das. 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 Finde ich gut, dass ich heute zwei Positionen gleich geschafft habe. Fehlt nur noch Kupfer, Glas. Ich glaube noch irgendwas. Aber ich habe vorhin nicht hingeguckt. Ich mache mal eins peu à peu. Eins nach dem anderen. Das Verkehrsschild lag schon, meine Damen und Herren. Gibt's auch Helis bei euch? Ja, haben wir. Wie
Wir haben von einer Rapation der billigste Hubschrauber über den M900. Dann haben wir noch Eurocopter drinne. Dann kannst du noch den ganz großen Hubschrauber bauen, wo du dir noch einen Container unten ranhängen kannst. Also ist ja alles offen. Tacho, genau. Danke. Also ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viele Hubschrauber wir haben, ne? Also es sind einige dabei. Da macht es allerdings Sinn, wenn man die wahrscheinlich selber baut, bei Performance, wo keine Ahnung, wie viele Millionen man kauft. Da macht Sinn, das selber bauen Sinn. Aber dazu brauchen wir ein Haus oder eine Mietwohnung. Was ich wahrscheinlich jetzt auch gleich noch machen werde. Guten Morgen, Steini. Weil ich muss meine Klamotten gleich ein bisschen woanders unterlagern, weil ich noch heute ein bisschen was vorhabe. So. Was habe ich denn? Kupfer. Was? Wie mache ich denn das jetzt bitte? Ach so, hä? Ah. Gut, dass man mich mal dran erinnert. Ich habe ja, glaube ich, jetzt 108 oder so. Ja, werde ich heute mal noch versuchen, mit dran zu denken. Sehr, die ersten vier Paletten. Ja, mein ganzes Penny unten muss, also das, was unter dem Video ist, und da muss ich irgendwann mal wirklich bearbeiten. Auch mein YouTube-Kanal oder so. Weil ich glaube, das habe ich auch noch nicht drin. Oder habe ich es drin? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Egal. Juhu. LKW fahren macht Spaß.
Nein, Sissi, ich komme nicht ins Bett. Keine Zeit dafür. So. Schade. Ich dachte, er fällt um. Kunststoffbahn brauchen wir noch. Ziegel. Ach, Lehm brauchen wir auch noch. Stimmt, ja, da war was. Aber das mache ich alles zum Schluss. Ich mache immer erst die weiteren Wege. Das nächste nämlich Klass. Kommt dann morgen Vormittag vielleicht. Mal schauen. Ob und wie ich ausgeschlafen bin. Moin, grüß dich. Es wird ein Einfamilienhaus, aber ich glaube nicht, dass ich das morgen fertig baue. So viel Zeit habe ich nicht. Da di 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 da. Da di 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 du. Nur der Mann im Mond schaut zu. Bei Itze, wie spät ist es? 11:30 Uhr, gleich, da brauche ich eh nichts mehr machen. Schaffe ich nichts mehr. Weil, nee. Ich habe heute Abend keine Zeit. Heute Abend bin ich mal nicht dabei. Ist echt schon ein Monat wieder rum, das ist Wahnsinn. Schade. ja, aber ich komme auf alle Fälle. Jetzt habe ich mich verfahren, oder? Ne, habe ich nicht. Nächsten Monat dann, aber ich glaube nicht, dass ich das heute noch schaffe. Kann ich dir nicht sagen. Und wenn, dann würde wahrscheinlich erstmal das Schild erstmal wahrscheinlich das gleiche bleiben, weil ich habe noch kein Geld dafür übrig, mir jetzt die Skins zu kaufen. Also. Da haben wir den hier, aber bin ich blind? Kupfer. Diesen Premium-Account zu kaufen, damit man das kriegen kann. Donator-Shop. Sobald ich das habe, dann würde ich dann definitiv noch ein bisschen was anderes machen. Kupfer. Aber ich kann gerne. Ich schaffe das heute nicht. Wird eng. Ich könnte. Oder mal schauen. Ach, ja, klasse. Jetzt kommt natürlich ein Polizist. Muss ich ja wieder langsam fahren.
Das wäre ja auch lustig, wenn das funktionieren täte. Ja, keine Ahnung. Ich kenne die Polizisten nicht wirklich. Ist gerade eh wieder Zuwachs, ja. Wie ist denn das eigentlich bei euch Polizisten? Habt ihr eigentlich auch Mindeststunden in der Woche? Okay. Ich wurde, muss ich sagen, toll, 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 noch nie kontrolliert hier. Das soll auch bitte so bleiben. Erstmal einlocken. So. Gut, Eisenbahn haben wir weg, Kupferbahn haben wir weg. Fehlt nur noch Glas, Ziegel und Kunststoff. So, das nächste wird dann Glas gemacht. Dieser Baum. Ich liebe Bäume, habe ich das schon mal erwähnt. Und es geht zurück nach Großfelden. Weil da ist ja nämlich bei der Auspackpunkt bei mir. Und kostengünstig nur ein Tor.
Ne, sitzt keiner drinne. Keine Ahnung. Ich lese mal das Kleid durch, wenn ich nicht mehr fahre. Nein, das war nicht gut. Wie war das mit Handy am Steuer? Ungeheuer! Das hat er gesagt, nicht? So. So. Wo werde ich bin? Geleitet? Ja, von Gönnung. Ich meine, Streams oft gegen irgendwas gefahren, weil ich den. Ja, das geht man ja genau so steigen hier.
Oh, ich habe sogar ein Warndreieck dabei, das wusste ich gar nicht. So. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen was kaufen. So, wie gefällt euch das Jackett eigentlich? Ich finde es super. So, meine Damen und Herren. So. Ich schicke euch jetzt weiter zur frechen Kadi. Ich bedanke mich für die Followers. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank für den Hinweis, dass ich meine Followerzahl noch ein bisschen nächstes Jahr erreichen nochmal verändern muss. Ist mir tatsächlich entgangen. Lasst Kadi liebe Grüße da von mir. Lasst gerne einen Follower da, würde mich sehr, sehr freuen.
Weil ich muss jetzt nämlich noch eine Runde einkaufen. Ich habe nämlich Hunger. Bis dann. Ciao. Und Spuren. Der Feigling hat Morgwart die Tür vor der Nase zugeworfen.